Ja, Herr Schieder, nochmals Glückwunsch zu dieser sensationellen Fahrt gestern. Wie haben Sie das bisher realisiert, jetzt einen Tag später, dieses bisher beste Weltcup-Ergebnis? Ja, danke. Logisch, ja, ist gestern gut gekommen. War ein aufregender Tag danach noch mit ziemlich vielen Terminen. Und, aber das ist, soll ja so sein, ist schon stressig, aber ist schon gut, wenn es so ist. Und nichts, ja. Und heimt, ich habe nicht viel Zeit gehabt. Vorbereitung auf Heimtag gewesen, aber heimt ist dann nichts geworden. Und jetzt bereiten wir uns halt auf morgen vor. Wenn wir nochmals kurz von gestern sprechen, Sie sind mit der Startnummer 55 gestartet. Also normalerweise nach den besten, schnellsten 30 ist das Rennen schon beendet, mehr oder weniger. Aber Sie sind ja dann mit einer rasanten Fahrt gekommen. Mittelteil ganz nah dran am Führenden. Man wusste, dass die Piste noch hält, oder? Auch bis zum letzten Fahrer. Ja, das ist ja in Gereden da eine Besonderheit, dass es allen wieder Außenseiter gegeben hat, was von hinten nach vorne gekommen sein. Die Piste war noch perfekt beieinander, das hat man auch im Training schon gesehen. Dass die wird sicher nicht das Kriterium sein, was es entscheidet. Und deswegen war einfach Vollgas und es war ein enges Rennen und man hat sich keine Fehler leisten gekannt. Ein bisschen habe ich gemacht, aber in Fehler habe ich es eigentlich noch gut gemacht. Und es ist dann recht gut gekommen. Es sind ja gestern auch ziemlich von hinten noch einige, um noch gute Platzierungen geholt. Ja, Platz 13 war es schlussendlich. Und wenn man weiß, dass sie erst kürzlich von einer schweren Verletzung zurückkommen, ist das Ergebnis noch beeindruckender? Ja. Ja, die Verletzung war logisch, genau im kritischsten Moment ist passiert, bei der WM-Abfahrt. Und jetzt hat es mich lang zurückgeschmissen, eine ganze Saison, habe ich auch nicht gerecht, dass so lange passieren muss. Und jetzt bin ich glücklich und zufrieden, dass es so, das Knie so gut reagiert hat, auch im Training im Sommer schon. Und jetzt haben wir es unter Kontrolle ziemlich und hat sich gestern auch noch Dr. Fink bei mir gemeldet und hat gesagt, er ist frei, dass er so hält und sind wir schon zufrieden. Jetzt morgen folgt die traditionelle, die klassische Krönenabfahrt, noch ein Stück länger als die von gestern. Was rechnen Sie sich für morgen aus? Ja, logisch, jetzt nochmal so ein Ergebnis, weiß ich nicht, kann man sich vielleicht nicht erwarten. Aber nein, logisch, das Ziel sind alle Weltcup-Punkte und schauen wir in die 30 zu kommen. Und dann sehen wir, was aus dem Kind, ich gebe mein Bestes und dann sehen wir, was aus dem Kind. Dann wünschen wir alles Gute. Dankeschön.